Eva Longoria, 42, brachte am 21. Juni 2018 ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem ist sie mit ihrem Ehemann Jose Baston, 49, Eltern eines kleinen Sohnes. Auf Instagram teilte sie nun das erste Foto, auf dem das Baby richtig zu erkennen ist. Dabei fällt direkt auf, der junge Mann hat die dunklen, strahlenden Augen seiner Mutter. Frech winkt er in die Kamera des Hola USA-Fotografen, während Evas Strahlen stolzer nicht sein könnte. Verliebt, schreibt sie in der Caption, hier ist er. Santiago Enrique Baston sagt Hallo zur ganzen Welt. Ich konnte es kaum abwarten, dieses Bild endlich mit euch zu teilen. Die schöne Schauspielerin hat sich lange nach einem Kind gesehnt, denn schließlich wuchs sie selbst mit drei Geschwistern auf einer Ranch in Texas auf. Mit ihren vorherigen Partnern ging der Wunsch nie in Erfüllung. Die erste Ehe mit Schauspieler Tyler Christoph erhielt nur 3 Jahre, das Liebesaus mit Basketballstar Tony Parker kam nach 4 Ehejahren. Mit Jose Baston ist ihr Familienglück nun endlich perfekt. Das Paar hat sich im Jahr 2013 kennen und lieben gelernt, verlobte sich 2015 in Dubai und heiratete im Mai 2016 in Acapulco. Im Dezember letzten Jahres verkündete eine Sprecherin der Schauspielerin, dass Eva Longoria im 4. Monat schwanger ist. Jetzt hält sie ihr kleines Glück endlich in den Armen und scheint sich in ihrer Mutterrolle pudelwohl zu fühlen.